Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind gerade wieder im Einspringsel. Nachdem wir in Amketran angekommen waren und dort uns ein bisschen umgesehen haben, bin ich irgendwie schon wieder im Einspringsel. Ich warte auf euren Befehl. Ja. Und wollte noch ein bisschen Ordnung machen, bevor ich weitermache. Falsche Truhe? Ich habe eine Frage an euch, Imoen. Ihr tragt doch den Fluch des Baal in euch. Bedeutet das, dass auch ihr euch in den Schlechter verwandeln könnt? Hatten wir das nicht schon mal? Das will ich doch nicht hoffen. Aber ich muss zugeben, dass auch ich in letzter Zeit immer häufiger darüber nachgedacht habe. Das muss ein scheußliches Gefühl sein. Ich weiß überhaupt nicht, wie Talise damit fertig wird. Ja, er lebt damit ja schon eine Weile länger. Also, ja, falsches Geschlecht. Wenn es besonders ruhig ist, dann höre ich, wie der Fluch in meinem Herzen zu mir redet. Er sagt scheußliche Dinge und ich würde am liebsten schreien, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihr habt noch nichts davon getan, was da erzählt wird, nein? Nun, wenn man davon absieht, dass ich in diesen Nächten über die nächstbeste Dose mit Zimtkeks herfalle, nur eigentlich nicht. Wie bitte Zimtkekse? Haha, na kommt schon, Ari. Macht euch nicht so viele Gedanken, aber wenn es euch beruhigt, sollte mich jemals das Verlangen überkommen, euch mit in der Nacht umzubringen, seid ihr die Erste, die es erfährt. Das ist nicht witzig, Imoen. Talisa macht in dieser Richtung niemals Witz über ihren Zustand. Nun, für mich ist es einfacher, seit ich weiß, dass ich da... dass der Schlechter eigentlich immer nur nach einem... Seitdem ich weiß, dass der Schlechter eigentlich immer nur nach einem Sandwich sucht. Er hat recht, Imoen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Nehmen wir mal die Eins. Na prima. Jeder Mann scheint sich auf meine Kosten lustig machen zu wollen. Ich werde mich künftig zurückhalten. Dankeschön. Ja, aber gerne. Okay. Ja, Tränke sortieren. Passt ja ziemlich gut. Ja, das Geschrei der verdammten Seelen. Wir wohnen ja direkt neben der Hölle. Die könnten mal etwas ruhiger sein. Ich bin schon unterwegs. So. Habt ihr jawohl. Keldor. Wie ihr wünscht. Was auch immer die Tränke der Unverwundbarkeit hier drin machen. Ach nee, der Wüter, der kann da drin bleiben erstmal. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das und das und das. Ja. Wie viele Unverwundbarkeitstränke haben wir hier drin? 5. Wurde ab, hätte ich auch gemacht. Wie viele sind hier noch drin? Viele. Also kommt zuerst die da rein. Dann wieder die ganzen Unsichtbarkeitstränke. Und ja, ich sortiere ein bisschen. Damit ich alles ein bisschen schön im Überblick habe. Auch wie viel Dutzend von diesen bekloppten Heiltränken wir noch haben. Ja, weil alles andere können wir hier behalten. Sprecht frei heraus. Führt, so sei es denn. So, die Kiste haben wir eigentlich leer gemacht, oder? Ja. Das heißt, alles, was irgendwie... noch von Bedeutung wäre, packe ich mal da rein an Ausrüstung. Das kann hier übrigens rein. So, da sind nämlich nur noch die Sachen hier drin. Und ja, die Tasche. Von denen ich glaube, dass man sie...
Mit Casper das Rezept benutzen kann. Ich muss mir wirklich das Ding mal ausdrucken. Hier habe ich noch ein paar Sachen, die weg können. Ja, die ich hätte schwören können, mit dem Unsichtbarkeitsring war auch etwas. So, hier sind Questgegenstände drin. Gut. Hey, Kespina. Ja, ist gut, Kespina. Stolz, den Großen zu... Okay. Der Flegel. Viel Schrott hier drin. Braucht's einen Schrotthändler. Ich gucke weiter, aber langsam geht... Nichts. Okay. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. So, Inventories sind aufgeräumt. Die beiden haben leer. Immoin hat nur das Nötigste dabei. Ja. Das heißt, wir können uns erstmal zurück in die Stadt porten. Ja. Wartet, bis ihr dran seid. Ja, okay. Wenn ihr es wollt. Natürlich. Das heißt, wir sollen da oben zu Marlows Haus müssen wir noch. Und hier unten habe ich mich noch nicht umgesehen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Okay. Hi. Sieht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Meine Bogenschützen müssen im Topform bleiben. Das soll eine Art Training sein? Ich habe mich schon gefragt, was ihr da treibt. Baggeren Turm fand ich. Das soll eine Art Training sein? Ich habe keine Lust, meine Zeit mit einem liederlich daherredenden Bauerntölpel zu vergeuden. Meine Bogenschützen müssen üben und meine Aufgabe besteht darin, Monster zu beschwören, damit sie ein Ziel haben, das sie anvisieren können. Das ist ja barbarisch. Was seid ihr denn für ein sadistisches Monster? Ist das nicht gefährlich? Was wird die Monster ausbrechen? Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mitmache? Ah ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ist es nicht gefährlich? Das hier ist eine Privatveranstaltung. Niemand hat euch darum gebeten, eure Nase hineinzustecken. Jetzt verschwindet und geht mir nicht länger auf die Nerven. Ich hätte da aber noch ein paar Fragen. Das ist es. Ich bin eure störenden Unterbrechungen aufrichtig leid. Jungs, wir haben ein neues Ziel. Feuer. Hi. Ah, er befeuert noch mit denen, okay. Auf meiner Fragt nur. Auf meiner Das macht Spaß! Wenn es das ist, was ihr wollt. So, sind wir ein paar Söter losgeworden. Interessante Sachen bei sich tragen, wie Elfenkettenhemden. Was? Dunkelfeuerbogen. Und zwei Händer. Den behältst du mal im Ohren. Euer Wunsch ist mein Gehör. Okay, der Typ sieht eher so aus, als ob er starke Sachen bei sich trägt. Ach ja, und ich kann die ganzen Identifizierungssachen mal tilgen bei den beiden. So, mal gucken. Pfeile plus 2.
Ah, nicht so rum. Nein, auch nicht so rum. So rum. Ja, so ist gut. Ich warte. Oh, natürlich der Helm. Keine große Herausforderung. Ja, die Rüstungen halt zu identifizieren. Ich gehe davon aus, dass ihr keine Geht weiter, Bürger. Okay. Da ist noch ein Söldnerhauptmann. Ja, alles zu Geld machen. Wir wissen nicht, wann wir mal wieder Geld brauchen werden. So hätte ich das gerne. So. So, noch mehr Zeug zum Verkaufen. Pfeile zum Verschießen. Fragt, was möchtet ihr? Die prügeln sich da. Tach. Lass mich in Frieden. Wir sind mit Vorbereitungen beschäftigt. Okay, so wie es aussieht, will der irre Mönch auch in den Krieg ziehen gegen die. Beiden anderen. So, gucken wir mal, was der Waukentempel uns noch zu bieten hat. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Willkommen im Tempel vom Waukenspitter. Kann ich etwas für euch tun? Ich dachte, Wauken ist tot. Wie könnt ihr sie immer noch verehren? Lügen und Gerüchte verbreiten durch die Ungläubigen. Sie ist einfach verschwunden. Timöra, die Göttin des Glücks, garantiert mir und meinen Akoluten an Waukenstelle die Macht. Aber wahre Gläubige wie wir wissen natürlich, dass unsere wahre Herrin schon bald zurückkehren wird. Ich habe Glauben, mein Kind, und das ist mehr als genug für die meisten in dieser Stadt, wie ihr noch sehen werdet. Was wisst ihr über Balthasar? Darüber kann ich nur wenig Gutes berichten. Früher, da kümmerten sich die Mönche um die Menschen in Anketran und halfen ihnen in der unwirtlichen Wüste zu überleben. Doch nachdem Balthasar die Macht übernahm, haben sich die Dinge geändert. Mit einem Mal war das Kloster mehr damit beschäftigt, Söldner anzuhören, anstatt den Menschen beizustehen, die mit Leib und Leben auf diese Hilfe angewiesen waren. Balthasar rüstete für den Krieg und vernachlässigt seine eigentlichen Pflichten. Aber ich sollte nicht weiter reden, das Wohl der Stadtbevölkerung steht auf dem Spiel. Ich darf Balthasar und seine Anhänger nicht durch leichtfertiges Gerede verärgern, damit Amketan nicht noch stärker leiden muss. Gibt es sonst noch etwas, mit dem ich euch dienen kann? Ich suche eine Frau namens Melisan. Ah, Melisan, ich kenne die Fürstin, allerdings bin ich ihr seit einiger Zeit nicht mehr begegnet. Früher kam sie oft in diese Gegend und war häufig bei Balthasar und seinen Mönchen zu Gast. Tatsächlich gibt es hier nur wenige, die Melisan für all das Unglück verantwortlich machen, was über unsere Stadt gekommen ist. Einige glauben, sie haben Balthasar dazu verleitet, der Bevölkerung den Rücken zuzukehren und sich anderen Zwecken zu verschreiben. Doch das ist. Doch für das, was mit dem Kloster geschehen ist, würde ich die Schuld eher bei Balthasar suchen. Er ist derjenige, der dort die Entscheidungen trifft und nicht Melisan. Gibt es sonst etwas, was ich für tun kann? Ja. Ah ja, so kriege ich noch mehr Sachen. Kennt ihr jemanden namens Sendai? Das ist ein unheiliger Name für die Herrin der Drow-Meuchelmörder. Fremder. Ich nehme allerdings an, dass sie keine reinrassige Drow ist. Sie glaube, sie ist ein Kind Baals, so wie ihr es seid. Sendai ist eine Kreatur, die man wahrlich fürchten muss. Man sagt, dass sie hier in der Nähe eine eigene Armee aufstellt. Viele munkeln, dass Balthasar plant, die Welt von dem Bösen zu befreien, das sie darstellt.
Wenn es also kommt, wird es wohl ein fürchterlicher Kampf. Ich habe Glaube in mein Kind. Und das ist mehr als genug für die meisten in dieser Stadt, wie ihr noch sehen werdet. Kennt ihr jemanden namens Abba Sigal? Ich weiß nur, dass es sich ebenfalls um einen Angehörigen der Baal... Also wahrscheinlich handelt, den Balthasar mit seiner Armee zerstören will. Dieser Abba Sigal ist selbst gerade dabei, eine Armee hoch oben im Gebirge aufzustellen.